Mein Name ist Peter Möller. Ich bin Geschäftsführer der Firma Manske Baumaschinen PMS GmbH aus Lübeck. Wir sind seit mehreren Jahren Partner der Firma Hidromek aus der Türkei. In diesem Jahr haben wir 13 Maschinen hier auf dem Messestand der Nordbau. Wir machen jetzt die vierte Nordbau zusammen. Wir fangen an mit Walzenzug, 3,5 Kubikmeter Radlader, Bagger von 14 Tonnen bis 40 Tonnen sind hier ausgestellt. Ja, wir sind auf der 67. Nordbau mit 600 Ausstellern aus 13 Ländern. Viele interessante Schwerpunkte. Das Thema Energiekrise ist natürlich ein überbordendes hier auf der Messe. Das Thema Wasserstoff haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal als Sonderthema. Riesiges Interesse, weil ich glaube, das könnte der Gamechanger für die Zukunft sein, dass wir ein bisschen mehr mit Wasserstoff machen. Es ist nicht das Alleinige, aber man kann sich auch über Photovoltaik, über Luftwärmepumpen erkundigen. Also es gibt hier viel zu sehen und sich zu erkundigen, um in der Zukunft vielleicht unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Mein Name ist Michael Sawatzki von der Firma PSV, Project Support Vehicles, und wir bauen gepanzerte Schutzlösungen für Baumaschinen, Land- und Forstmaschinen. Wir stehen vor einem Fendt 942 Vario. Der Schlepper wird von uns gepanzert für die Firma Fendt, und Fendt verkauft diese Maschinen unter anderem an Bundeswehrstandorte, wo auf munitionsbelasteten Flächen die Gelände gepflegt werden müssen. Genauso bauen wir das für Caterpillar, Liebherr und Komatsu.